So, damit herzlich und Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Strategy One. Ich habe mal wieder meine Sprachfehler und ja, ich bin mal wieder echt dumm gewesen. Ich habe es wirklich geschafft, eine Folge ohne Ton aufzunehmen. Jo, und das haben wir in dieser Folge geschafft. Ich bin ein bisschen Holz farmen gegangen und habe ein bisschen das Dach weitergebaut. Sieht man hier, habe ich ein bisschen weitergemacht. Nicht viel, also. Nicht immer so spannend, das ist jetzt nicht, dass man das unbedingt sehen müsste. Von daher, ja, würde ich sagen. Machen wir mal da weiter, wo ich aufgehört habe. Wohlgemerkt ich. So eine Scheiße. Ich brauche Glas mal ganz kurz. Ich möchte hier ein kleines Fenster reinbauen. Ob ich dann vierer Fenster reinbaue, weiß ich noch nicht ganz, aber ich glaube schon. Vielleicht noch eine kleine Terrasse oder sowas wäre ganz cool, aber das kann ich mir noch überlegen. Genau, ich muss. Ey, geht's noch? Es ist Tag, du blödes Viech. Unglaublich, wenn auch mal dreister. Genau. Ein bisschen Eisen könnte ich eigentlich brennen. Fällt mir gerade auf, das habe ich übrigens auch geholt. Aber das war es dann auch eigentlich schon. Also war nichts besonders Spannendes dabei. Von daher denke ich mal, war es nicht ganz so schlimm für euch, dass ihr das verpasst habt. Die nächsten Folgen werden wieder ganz normal kommen. Und ich hoffe, dass ich keine. Nein, Creeper. Bleib weg von mir. Brav. Gib mir dein Gunpowder. Da möchte ich übrigens auch nochmal runter. Das ist mein Keller. Ach ja. Wie viele Schafe hier sind. Das ist wirklich fast ein bisschen penetrant, die Viecher, aber. Naja. Gehen wir mal hoch zu unserem Lagerhaus und da werde ich nochmal ganz kurz die Kühe füttern und. Na toll. Die Farm wieder neu ausbauen, also neu abbauen. Und dann bin ich eigentlich hier fertig mit dem Teil, dann kann ich weiterbauen in unserem Haus, dann kann ich direkt darüber gehen und weiterhin den Baum abhauen, die Bäume. Also, ja, es lohnt sich schon, denke ich mal. Hier für irgendwas, ich brauche ein bisschen meine leere Hand. Natürlich das Falsche in meiner Hand. So, heute ist der Tag der Zeugnisse gewesen. Mein Zeugnis war ganz in Ordnung. Ich hoffe, euer ist auch. Und ja, von daher muss ich echt sagen, für den Minimalaufwand, den ich geleistet habe, ist keine 5 und fast keine 4er. Denke ich mal ganz in Ordnung. Bayern, Realschule, also von daher bin ganz zufrieden mit mir. Ach ja. Ich könnte ja mal schreiben, wie es bei euch so war. Ob ihr schon längst Ferien habt. Weil Bayern ist da ja ein bisschen spät dran. Was ich nicht immer ganz schlecht finde, weil die meisten Bundesländer haben ja dann schon gehabt und dann ist die meiste, dann sind die ganzen Schiffe oder Urlaubsziele nicht mehr so übertrieben voll, weil wenn wir jetzt mit allen Bundesländern gleichzeitig hätten und nochmal 16 Millionen Leute mehr Urlaub machen wollten, dann Halleluja. Fahrt ihr eigentlich überhaupt in den Urlaub? Das würde mich auch mal interessieren, weil es gibt ja auch viele Leute, die einfach in Deutschland bleiben. Was ich auch schon öfter gemacht habe, was mir auch ziemlich gut gefällt, einfach immer so in den Tag hineinleben, in Ferien. Finde ich ziemlich chillig. Bin mal gespannt, ob das uns jetzt ein bisschen länger durchhalten wird. Durchhalten lassen wird, diese Farm. Also auf meiner Farm habe ich irgendwie immer nur um die 40 FPS. Ist ein bisschen lustig. Brich sie nochmal ein. Du, 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 du. Meine Güte, wie viel ist denn das? Ach, ich habe übrigens heute meinen 7. Abonnenten bekommen. Ziemlich geil. Bin ziemlich stolz auf mich eigentlich sogar. Also ich finde es richtig cool, dass 7 Abonnenten hat und 7 Leute, die mir zuschauen. Die sich das Ganze antun, was ich hier plapper. Ist schon. Aber dass ich jetzt. Ja gut, ich bin seit anderthalb Monaten dabei ungefähr und 70 Videos. Hab halt noch nicht wirklich eine Reichweite und deswegen kriege ich auch nicht so viele Abonnenten dazu, aber ich wüsste nicht, was daran schlimm ist. Ist auch mal ganz angenehm, ein kleinerer zu sein. Ich meine, ich denke mal, ist so eh chilliger. Hat man nicht so viele Fragen, also hat man nicht so viele Nachrichten und das Ganze, also hat man nicht so einen Stress mit dem ganzen Zauber. Obwohl es natürlich für einen kleineren immer viel, viel cooler ist, nochmal eine Nachricht zu bekommen. Also,
Wenn da einem jemand schreibt, da ist man einfach happy für den Tag. Das war ganz cool auf jeden Fall. Er freut sich halt drüber über Feedback. Ja, ich soll langsam von dieser Farm weg, weil das leckt mir schon ein bisschen mit 30 FPS gerade nur. Ist lustig. Also, genug gefarmt. Das hat jetzt zu lange. Wie viel habe ich? 39. Ach du Scheiße, 100. Dann können die Küche nochmal ein Baby machen. Obwohl schon eigentlich fast zu viele da drin sind, muss ich auch ein paar abschlachten. Aber erstmal macht ihr Babys. Du, du, du. Du, 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 du. Ach, ich gebe euch einfach allen was. Ganz viele Babys. Wer rennt mir noch hinterher? Du willst noch? Du willst noch? Und du, und du, und du. Und jetzt kann ich ein paar erwachsene Tiere mal. Denn es sind ein paar zu viele. Passt. Die ganzen Kleintiere dürfen weiterleben und du. Gehst du mal ein bisschen weg hier. Überlege ich mir gerade noch, ob ich heimrennen will. Ach, geil, die 180 Meter schaffe ich schon. Und jetzt von 100 Viechern getötet zu werden. Dummerweise habe ich meine ganzen XP verloren durch diesen einen Absturz, den ich da einmal geschafft habe. Ich bin, wie man hier sieht, latest death. Bin ich einmal abgesegelt. War medium gut für mich, weil ich jetzt keine XP mehr hatte, aber ich habe ja alles bekommen. Ich frage mich, ob ihr dieses latest death irgendwie mal wegbekommt, weil das ist ein bisschen nervig, muss ich echt sagen. Und im Dunkeln sieht das, finde ich, jetzt schon ganz episch aus. Ah, Creeper! Weg hier. Darfst du nicht rein. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. So. Wieder da. Meine Skelette. Nehme ich hier noch ein bisschen was mit. Ansonsten lebt da ja eigentlich schon gar nicht mehr viel. Und dann kann ich eigentlich auch 13 Fleisch habe ich eigentlich sogar. Passt sogar ganz gut eigentlich. Wie oft will ich jetzt noch eigentlich sagen? 13 davon. Dann kann ich hier ein bisschen was ablagern. Bogen brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Stopp, das könnte ich sogar brauchen. Und dann bräuchte ich nochmal. Na, ich habe schon noch eine Axt. Okay, das passt schon. Dann baue ich jetzt. Ach, ich hole jetzt mal ganz kurz ab, dann mache ich das kurz zu Ende. Ich brauche da jetzt mal ein bisschen was. Das kann nicht angehen, dass ich hier immer wieder Holz hacken muss. Das ist ja wirklich übertrieben, wie viel ich brauche. So gut, dass die Bäume so schnell wachsen, nur wenn ich da jedes Mal irgendwie 3 Tage drauf warten müsste, bis mal ein Baum gewachsen ist. Hätte ich da, glaube ich, auch keinen Spaß dran, ne? Also. Gehe ich mal, bleibe ich mal hier oben, denke ich sogar fast. Denn hier sind die schöneren Bäume. Ja. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ach, genau hier, wo ich meine Glasfassade reinsetzen wollte. So, passt alles. Ruckelt gerade die ganze Zeit ein bisschen. Ich wundere mich warum. Wahrscheinlich, weil ich mein PC seit Ewigkeit nicht mehr runtergefahren habe und die ganze Zeit gerendert habe. Das könnte ein bisschen daran liegen vielleicht, aber naja. Nichts, was mich jetzt ultra stören würde. Ganz kurz AFK. So, ich bin wieder da. Dann würde ich eigentlich schon fast sagen, langt das für die Folge. Ich muss ganz kurz was machen bei mir zu Hause und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao und tschüss.